Frohe Weihnachten, Leute! Ja, dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie komisch für mich. Es liegt nicht daran, dass ich viel oder dass ich mehr oder weniger Geschenke bekomme, sondern einfach daran, dass es irgendwie verdammt warm ist. So 10, 15 Grad draußen. Kein Schnee. Es ist nichts los. Und zwar gar nichts. Okay, morgen oder übermorgen Verwandtschaft besuchen, aber dann. Ja, eigentlich war es das irgendwie. Dieses Jahr ist Weihnachten gar nicht Weihnachten irgendwie. Nun, für euch habe ich natürlich etwas. Ich habe ja zum einen diesen Kingdom Hearts Part hochgeladen, indem ich ein anderes Wasserzeichen benutzt habe. Und auch den Rico-Kampf nochmal gemacht habe, weil ich genau weiß, dass es eigentlich der beste Kampf im ganzen Spiel ist. Wenn da nicht die geheimen Bosse und Stand-Offs noch wären, aber bin ich ja noch gar nicht. Und ich würde eigentlich nicht nur bei Sonic Generations einen Mod herzeigen, den Weihnachtsmod. Aber in Sonic Lost World funktionieren die Mods bei mir irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Aber dann wieder habe ich auch nicht so viel Bock, Sonic Lost World nochmal zu spielen. Auch wenn es wohl Spaß gemacht hat beim ersten Durchlauf. Oh mein Gott, das ist eigentlich ganz nett. Aber ich habe irgendwie gerade keinen Bock darauf, Sonic Lost World nochmal komplett zu spielen. Weil irgendwie hat das Spiel nicht wirklich einen Eindruck hinterlassen. Also ihr wollt wahrscheinlich mehr als was Sonic sehen an mir. Also ich kann nichts versprechen fürs nächste Jahr. Und ich sag jetzt schon mal sicher, dieses Wochenende wird es keinen Livestream geben. Welches Spiel jetzt gestreamt wird, ist Final Fantasy 7 und das ist beschlossene Sache. Wenn ich Kingdom Hearts irgendwann durch habe und Final Fantasy läuft trotzdem noch in meinen Streams, dann wird es auf jeden Fall Kingdom Hearts Chain of Memories und Final Fantasy abwechselnd geben. Eine schöne Sache trotzdem, ich bekomme ein paar schöne Regale, die ich hier hinstellen kann. Wo ich meine Konsolen besser hinstellen kann, weil zwei Schreibtische nebeneinander zu stellen bringt es einfach nicht. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch noch einige andere Dinge zu tun und ich. Ich kann davon wirklich nichts herzeigen, weil das hat mehr mit Arbeit zu tun. Mit meiner Arbeit. Nicht mit dem Let's Play. Trotzdem, ich wünsche euch schöne Feiertage und ein frohes Fest. Und, und als klitzekleinen Weihnachtsbonus auch noch einen Sonic Generation Speedrun. Zwar auch wieder ein Rooftop Run, aber ich finde, das habe ich jetzt nicht schlecht gemacht. Dafür, dass die Mods, die da drin enthalten sind, ein bisschen beeinträchtigen, wie er sich steuert. Manchmal reagiert er nämlich einfach nicht. Ich habe es heute über eine halbe Stunde versucht, einen Streckenrekord hinzukriegen, der noch niedriger ist als das, was ich im Ranking-Mode hingekommen habe, aber es klappt einfach nicht. Nun, das war's erstmal von mir. Bis dann.
Thank you.